Auch heuer setzt die Salzburg AG und ihre 100%-Tochter, die Salzburg Netz GmbH, wieder wichtige Bauprojekte um. Ziel ist es, das Salzburger Leitungsnetz für Generationen auszubauen und für die Zukunft fit zu machen. Neben vielen kleinen Sanierungen und Kundenanschlüssen sind auch in der kommenden Baustellensaison einige Großprojekte geplant. Um unseren Kunden auch weiterhin verlässlich saubere Energie liefern zu können, wird das Fernwärmenetz in der Alpenstraße auf Höhe der Polizeidirektion erneuert. Auch in der Vogelweiderstraße Kreuzung Sternigstraße wird am Leitungsnetz bis zur Schallmoser Hauptstraße gearbeitet. Baustellen gibt es auch in Kooperation mit der Stadt Salzburg in Taxam Süd und in der Güterhalle-Siedlung. Um die Belastung für Anrainer und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Baustellen mit dem Magistrat abgestimmt. Wie auch in der Getreidegasse, wo seit einem Jahr am sogenannten Großprojekt Getreidegasse neu gearbeitet wird. Ja, die Getreidegasse ist auch heuer eines unserer wichtigsten Infrastrukturprojekte. Und aufgrund der guten Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseren Partnern, vor allem dem Magistrat, liegen wir gut im Zeitplan und werden das Projekt auch heuer abschließen. Im Zuge der Kanalisierungsarbeiten seitens des Magistrats in der Getreidegasse hängt sich die Salzburg AG und die Salzburg Netz GmbH an den Arbeiten an. Die Salzburg AG saniert gemeinsam mit der Salzburg Netz GmbH die Wasserleitungen, die Fernwärmeleitungen, die Gasleitungen, die Stromleitungen und zu guter Letzt die Telekomleitungen hier in der Getreidegasse. Damit schaffen wir wieder eine Infrastruktur, die für mehrere Generationen halten wird. Die Salzburg AG ist der Internetanbieter hier in Stadt und Land Salzburg. Wir versorgen 112 Gemeinden mit unserem Breitband-Internet. Und jetzt können wir das superschnelle Internet nach der Sanierung auch hier in der Getreidegasse unseren Kunden anbieten. Die Salzburg AG investiert allein in diesem Jahr 150 Millionen Euro in die Anlagen und stärkt damit nicht nur die Salzburger Wirtschaft, sondern sorgt auch dafür, dass das Leben in Salzburg noch komfortabler, vernetzter und nachhaltiger wird.